Es war ein einzigartiges Erlebnis in dieser einzigartigen Naturkulisse. 5, 4, 3. Ein Rennen der besonderen Art fand am Montag auf der Großglockner Hochalpenstraße statt. Knapp 60 sportliche Männer und Frauen, aufgeteilt in 20 Teams, schwangen sich um 9 Uhr früh bei der Mautstelle vor Leiden auf ihre Bikes, um die 10 Kilometer lange Strecke zum Fuschertörl in Angriff zu nehmen. Und das mit Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h. Möglich macht dies die neueste Generation der Elektrofahrräder. Man fühlt sich wie bei einer großen Radtour, wie wenn man der Champion wäre. Das heißt, man kann auch als nicht so sportlicher auch große Leistungen erzielen mit diesem Rad. Man muss sehr wohl treten, aber man bekommt durch den Elektromotor eine Verstärkung, unglaubliche Kraftübertragung und überholt alle die, die mit normalem Rad fahren. Ja, es war ein wunderbares Gefühl. Man wird doch um das Dreifache, wird die eigene Muskelkraft unterstützt bzw. überboten. Und man fährt bei durchschnittlicher Steigung von 13% doch zwischen 20-23 km/h. Das ist einfach ein tolles Gefühl, man kommt wirklich schnell vorwärts und man ist mit dem Puls etwa bei 150-160, also genügend Zeit, um auch die Landschaft zu genießen. Auch Radsportass Wolfgang Fasching erstürmte mit einem motorisierten Bike den Glockner und zeigte sich nachher von der neuen Technologie sehr angetan. An seine Grenzen musste er allerdings nicht gehen. Also die Lunge hat mir etwas mehr gebrannt heute als die Wadel, aber von der Distanz war es mir vielleicht ein bisschen zu kurz. Also ich war das eher, bin eher gewohnt, längere Dinge zu fahren, aber es war einfach eine tolle Geschichte und da mache ich gerne mit. Das Rad unterstützt natürlich schon sehr, also dieser Motor, weil letztendlich muss man trotzdem selber treten und das ist auch das Schöne dabei, dass man selber treten muss und selber was leisten muss, um am Berg hochzukommen. Ohne die Unterstützung eines Motors quälten sich zur gleichen Zeit auch viele unter Anführungszeichen normale Radfahrer die steilen Kehre der Glockner Straße hinauf. Die meisten, die von einem E-Bike überholt wurden, schauten zunächst verdutzt aus der Wäsche und zweifelten kurz an der eigenen Fitness. Kraft haben wir wirklich keine mehr gehabt, aber es ist trotzdem seltsam, wenn einer so schnell vorbeifährt. Es war dubios. Dubios, es war ein bisschen seltsam, man hat aber nachher gesehen, dass die da mitten da irgendwie was haben, einen größeren Teil und hinten die Achsmanschetten war größer, habe ich schon spekuliert, es wird ein Elektrobike sein. Das Glockner E-Radrennen ist nur eine von mehreren Veranstaltungen, die das Lebensministerium heuer quer durch ganz Österreich veranstaltet. Das Ziel ist dabei immer das gleiche, nämlich die Österreicher aufs Fahrrad zu locken. Ich habe diese Tour, die Österreichs Wadeln-Radeln, gestartet, um das Radfahren zu forcieren, um den Radverkehr bis 2015 zu verdoppeln. Radfahren ist gesund, ist für den Klimaschutz wichtig und ist auch ein Wirtschaftsfaktor, weil immerhin über 18.000 Menschen in der Radfahrindustrie beschäftigt sind. Auch in Salzburg ist das Radfahren immer ein wichtiges Thema. Deswegen steht das Land Salzburg auch voll hinter dieser Veranstaltung. Das ist eine tolle Sache, diese Werbung, weil ich denke, das Rad hat Zukunft. Vor allem dieses Elektrokraft unterstützte Fahrrad soll motivieren, umzusteigen. Gerade in der Stadt ist das toll. Ich kann auch mit dem Anzug ins Rathaus fahren, ohne zu schwitzen. Das ist eine wirklich gute Erfindung. Der Sieg bei der Erstauflage des Glockner E-Radrennens ging letztendlich an das Team mit Umweltminister Niki Berlakovic, Hallens Bürgermeister Christian Stöckel und die sechsfache Glockner Königin Karin Gruber. Sie bewältigten die Herausforderung in 46 Minuten und 13 Sekunden.